Servus Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, das hier wird ein Re-Upload, bitte nicht wundern. Ich musste das Video leider runternehmen, weil eine gewisse Person nicht da drauf sein wollte. Deswegen habe ich diese Stelle mit dieser Person rausgekattet und lade für euch das Video nochmal hoch. Wenn ihr das Video gesehen habt, Freunde, dann checkt doch mal ganz oben in der Videobeschreibung meinen zweiten Kanal. Da lade ich jetzt gleich ein Gaming-Video hoch. Also nur die Leute, die wirklich Interesse an Gaming haben, könnt ihr euch gerne reinschauen. Und gleich auf Barbaro sein Kanal, ein Link darunter, kommt auch noch ein Video. Checkt es ab, Freunde, und viel Spaß beim Schauen. Und wir sehen uns morgen wieder. Was ich machen würde? Wallah, beide umbringen, Digga. Also, ich würde die umbringen, auf jeden Fall. Ich werde den einen Bastard schlagen. Servus Leute, was geht? Und willkommen bei einem neuen Video. Ich möchte heute eine Umfrage machen, Freunde. Was wäre, wenn ihr eure Freunde mit einem anderen Typen erwischen würdet und ihr den Jungen kennen würdet und der Junge wüsste davon, dass sie einen Freund hat? Für die, die neu auf meinem Kanal sind, ich bin der Herr Ratsch und es wäre mega cool, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet, Freunde. So, Freunde, wir haben den ersten gefunden. Erstmal danke, dass du mitmachst. Jetzt kommt die Frage: Was wäre, wenn du zu deiner Freundin fährst und auf einmal siehst, dass sie... Das ist ein Vogel, Alter. Ja, Vogelscheiß, oder? Du zu deiner Freundin fährst und auf einmal siehst, dass sie mit einem anderen Typen im Bett ist und du den Jungen kennst. Was würdest du machen? Bruder, wie gut kenne ich den? Kollege von dir. Kollege von mir? Oder Ex-Kollege oder egal wer. Ex-Kollege? Bruder, ich würde den Windel weichboxen. Was willst du machen, Alter? So, jetzt kommt die Frage. Stell dir mal vor, du fährst nach Hause und siehst deine Freundin mit einem anderen Typen und der Junge wüsste, dass das deine Freundin ist. Was würdest du machen? Auseinandernehmen. Auseinandernehmen, oder? Ganz klar. Ganz klar. Was genau willst du mit dem Typen anstellen? Ich würde dir zur Seite packen und dann fragen, was das sein soll, ne? Also ganz einfach. Hätte das Mädchen auch irgendwas verdient? Natürlich. Natürlich, ne? Also okay, jetzt nicht körperlich, sondern ich würde mir einfach eine andere suchen. So. Ich frage erstmal dich und dann dich. So, was wäre, wenn du nach Hause fahren würdest und auf einmal vielleicht sie mit einem anderen Mädchen sehen würdest im Bett? Wie würdest du reagieren? Ja, ich würde sie fragen, warum sie das macht und ja, zusammen reden zuerst. Zusammen reden? Ja. Wie würdest du reagieren, wenn das andersrum wäre? Also im ersten Moment wäre ich wütend und natürlich würde ich auch mit dir darüber reden wollen, wieso, warum und ja, hoffentlich das Ganze aus der Welt schaffen. Stell dir vor, du fährst nach Hause, siehst deine Freundin mit einem anderen Typen im Bett und der Junge weiß, dass die einen Freund hatte. Was würdest du machen? Was ich machen würde? Wallah, beide umbringen, Digga. Also, ich werde die umbringen, auf jeden Fall. Ich werde den einen Bastard schlagen. Die Freundin werde ich dann auf Pferd setzen, Alter. Auf dem Pferd? Auf dem Pferd. Ich werde das Pferd schmucken mit Dosen, so Paprikas. Dann werde ich sie nach Hause schicken, Alter. Ja, durch ganze Stadt, aber nackt. Aber nackt. Stell dir mal vor, du fährst nach Hause, siehst deine Freundin mit einem anderen Typen im Bett. Was würdest du machen? Bruder, wäre das ein Kollege von mir? Bruder, Walla Dreier starten, als erstes Mal. Aber wenn das jemand ist, den ich nicht kenne, Bruder, ich fick ihn als erstes in den Arsch und dann meine Freundin. Bruder. Nice, Alter, nice. Ich habe gehört, du machst auch irgendwas? Ja, Bruder, ich bin Rapper. Wenn ihr wollt, auf Facebook gibt es ein M-A-Z-O-N-E, Mazone, meine Seite. Liken, teilen, verbreiten, ihr wisst Bescheid. Packen. Umgehen. Umhauen, ne? Ja, Digga, normal, Alter. Das kannst du nicht machen. Kann man nicht machen, oder? Geht nicht, ne? Geht nicht, klar, Bruder. Den packst du dir einmal und dann ist Feierabend. Leute, er hat mir gerade erzählt, dass er Rapper ist. Und wann kommt deine Single? Jetzt am kommenden Mittwoch. Jetzt am kommenden Mittwoch. Auf welchem Kanal? 12. Juni, Zane Music. Ura, was ist das? Alter? Und den wir. Ja, und den Jungen? Was willst du mit dem machen? Den Jungen werde ich zu Hause fesseln. 3 Tage lang nicht zum Essen geben. Ein bisschen schlagen. Geht auch klar. Ja, also da werden sie deren geringe Strafe kriegen. Ja. Leute, mal eine ganz andere Antwort. Finde ich schön. Dankeschön. Danke fürs Mitmachen. Ciao, ciao. In dem Sinne so, dass sie dann sieht, dass sie mir nicht viel bedeutet. So. In dem Sinne dann so. Nice. Auf jeden Fall danke fürs Mitmachen. Ey. Kein Ding, ja. Alles, ja. Peace. Und danke fürs Mitmachen. Kein Problem, Digga. Ciao, ne? Ciao, ciao. So Leute, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Bock auf den nächsten Teil habt, dann schreibt es unten in den Kommentaren da. Lasst es mich wissen, Freunde. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wie gesagt, wenn ihr mehrere solcher Videos sehen wollt, dann lasst ein Abo da. Und wir sehen uns. Macht's gut und haut rein.